Hallo und herzlich willkommen bei Epic auf der SHOT Show 2023 bei Surefire. Surefire kommt dieses Jahr mit der sogenannten Turbo Series auf den Markt und hat ein paar einzelne Produkte praktisch turborisiert. Das heißt, die X300, die X400 und die EDC wurden auf Turbo-Modus gebracht, um die ganze Geschichte für bestimmte Einsatzgebiete idealer zu machen. Bei der Turbo-Serie liegt der Fokus auf der Bündelung des Lichtstrahls bzw. des Lichtkegels, um einfach eine größere Reichweite zu erreichen. Wir haben hier das Turbo Scout Light Pro mit einer Lumenanzahl von 700 in der langen Bauweise. Die Candela, die hier angegeben sind, haben eine Höhe von 100.000. Also das spricht, ihr habt eine wesentlich höhere Ausbeute in der Reichweite. Und gehen gleich weiter rüber zum Turbo Mini Scout Light, hier einen ganzen Zacken kürzer in der Bauweise, auch mit einer reduzierten Lumenanzahl von 650 und einem Candela von 95.000. Ihr seht hier, je nachdem, was für eine Baugröße für euch am besten passt, sucht ihr euch das passende einfach raus. Dann geht es weiter mit den Handgeräten, also mit den Handlampen, und wir haben hier die EDC 1 DFT, also in der Turbo-Version, mit einem Output von 25 bis 650 Lumen in einer relativ kompakten Bauweise, schön griffig ist, so wie man es von Surefire gewohnt ist. Wir gehen dann nochmal über die Specs dann drüber. Und dann haben wir die EDC 2 DFT, auch in der längeren Bauweise, um die Option zu haben, sie eben auch schnell mal in der Waffenmontage einzulegen. Je nachdem sucht sich sowieso jeder raus, wie es für ihn am besten passt. Was ist für mich die beste Länge, was ist für mich die beste Größe. So, kommen wir zu den Waffenlichtern. Wir haben hier das X300 Turbo, im Prinzip selbe Features wie die ganze Turbo-Serie, gebündelter Lichtstrahl, gebündelter Lichtkegel, und die Turbo-Serie ist auch auf dem Licht mit X300 Turbo angegeben. Selbe Maxime bei der X400, hier montiert auf einer Springfield Armory Prodigy. Schaut euch natürlich auch hier das Video dazu an. Und ganz klar erkennbar auch die X400-Serie mit dem Turbo-Schriftzug an der Unterseite. Bei der Laser-Konfiguration hat sich nichts geändert, das bleibt alles so, wie es ist. Auch die Bauweise ist identisch, sodass ihr weiter euer Standardholster, das ihr vorher benutzt habt, nutzen könnt. Dann haben wir hier die XR2, das liegt schon ein bisschen länger auf Halde, haben sie uns gesagt, aber XR2 kommt jetzt raus, und das Feature an der XR2 ist, dass ihr einen integrierten Akku habt und das Ding praktisch immer wieder aufladen könnt, ohne die Batterien wechseln zu müssen. Zu guter Letzt haben wir heute jetzt noch was Spezielleres, und zwar kommt Surefire mit dem Warcom Sport Flash Hider raus. Hier wurde explizit auf die knappen Fertigungstoleranzen für eine Schalldämpferaufnahme verzichtet, um das Ganze ein bisschen preiswerter zu machen, aber mit den gleichen Features eines Warcom-Mündungsbremse. Ihr habt hier die Oberseitenlöcher, die den Hochschlag ein bisschen reduzieren sollen, und natürlich das typische Surefire-Design. Auf jeden Fall auch interessant für den deutschen Markt und für die Surefire-Retailer in Deutschland. Ich hoffe, wir konnten euch mit dieser Folge erleuchten. Wenn ihr mehr Informationen braucht zu den Surefire-Produkten hier am Stand, schaut auch am Blog vorbei auf der Homepage. Und natürlich wie immer, wenn euch das Video gefallen hat, lasst ein Like da, abonniert den Kanal, drückt die Glocke für die neuesten Videos, und das war's von uns.